Die Zeit hat diese Scharniere verbogen und verrosten lassen. Ich sehe keine Möglichkeit, diese Tür mit bloßen Händen zu öffnen. Aber wo sollten wir eine Vision von der Zukunft her haben? Vielleicht ist das ja bei uns gelöscht. Die halb zerlegten Reste eines Sportwagens. Sieht aus wie ein Sammlerstück. Das muss vor einer langen Zeit eine ziemliche Stange Geld gekostet haben. Tja, ich fürchte, jetzt ist das nur noch Schrott. Also ich denke mal, dieser Ausdruck gelöscht hat einfach damit zu tun, dass wir uns an nichts erinnern. Gedächtnis gelöscht. Punkt. Der Platz vor Rods Wohnwagen. Der Boden ist mit Müll, Schrott und Glasscherben bedeckt. Ich habe so das Gefühl, dass es besser wäre, hier nicht barfuß rumzulaufen. Na gut, aber wir haben keine Schuhe. Der große Wohnwagen, in dem Rod und seine Familie leben. Kaum zu glauben, dass sich dieser schwere alte Koloss jemals auf der Straße bewegt hat. Fenster? Gucken wir mal durch. Mal gucken, warum er abgeschlossen hat. Das muss der kleine Colin sein, Rods Sohn. Colin ist also krank. Er sieht krank aus. War er es, den ich im Wohnwagen vor Schmerzen hab stöhnen hören? Das ist Rods Frau. Ich hab gehört, wie sie von der anderen Seite der Tür nach ihm gerufen hat. Sie hat dunkle Ringe unter den Augen. Scheint sehr müde zu sein. Sieht aus, als hätte sie tagelang nicht geschlafen. Oder sie ist auch krank. Es ist schwer, durch all den Dreck auf der Scheibe zu sehen. Auf der anderen Seite ist der Raum, in dem Rod und seine Familie sich eingeschlossen haben. Rod scheint verärgert und besorgt zu sein. Was geht da drinnen vor sich? Von hier aus sieht es aus wie eine dieser Metalldosen für dänische Butterkekse. Oh, lecker. Und dem abgegriffenen Aussehen nachzuschließen, würde ich sagen, dass sie immer und immer wieder benutzt wurde. Solange immer wieder die leckeren Kekse reinkommen, ist ja alles gut. So, mal gucken. Hier will ich gleich noch hin zu ihm, weil mit dem kann ich nämlich sprechen. Ja. Eine Reihe von Hütten, die tapfer versucht, in einem Meer aus Matsch und Müll aufrecht zu stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, in einer davon zu leben. Hey du! Denk nicht mal daran, den Einkaufswagen anzufassen. Halt dich von meinem Kram fern. Oder ich schwöre, ich reiße dir die Eingeweide mit bloßen Händen heraus. Okay. Okay, reg dich ab. Ich werde nichts anfassen. Ein improvisiertes Lagerfeuer. Der Rauch ist unerträglich. Aber es scheint die einzige Möglichkeit für die Bewohner des Lagers zu sein, sich etwas zu wärmen. So, dann sprechen wir mal mit ihm. Verdammt! Ich bin auf einen rostigen Nagel getreten. Warum stellst du mich auch dahin? Du hättest auch einfach einmal rumgehen können. Es ist keine gute Idee, rum. In diesem riesigen Müllhaufen barfuß zu laufen. Ohne Schuhe wirst du nicht weit kommen. Danke für den Hinweis. Den Hinweis kriegst du umsonst. Aber wenn du meinem Kram zu nahe kommst, bist du ein toter Mann. Verstanden? Warte. Ich erkenne dich. Bist du nicht der Typ, um den sich Rod die ganze Zeit in seinem Wohnwagen gekümmert hat? Ja, bin ich. Kennst du Rod? Natürlich kenne ich ihn. Jeder im Lager kennt Rod. Du schuldest ihm dein Leben, daran solltest du keine Minute zweifeln, verdammt nochmal! Heutzutage würde niemand bei klarem Verstand so etwas für einen völlig Fremden machen. Ja, ich bin ihm sehr dankbar. Aber sag mal, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Oh, Fragen wären nicht schlecht. Auch wenn er mich jetzt schon irgendwie nervt, wie er spricht, aber wir müssen jetzt irgendwie mal ein bisschen auf den neuesten Stand kommen. So. Diese Schießerei. Könntest du mir erklären, was hier gerade passiert ist? Was genau erklären? Den ganzen Stress, den die Reinigungsbrigaden gemacht haben? Jemand hat ein loses Mundwerk und hat einen Kranken verraten. Das ist alles. Normalerweise haben wir eine Abmachung im Lager, den Mund zu halten. Niemand will einen der eigenen Leute im Krankenwagen sehen. Aber in diesem Fall war der Zerflossene ein Verwandter eines der Lagerspitzel. Witzig, was? Aber sie haben jemanden angeschossen. Ja, haben sie. Und?
Was heißt hier und? Das Leben hat in letzter Zeit einiges an Wert verloren. Das überrascht heute niemanden mehr. Okay. Hast du Zerflossene gesagt? Natürlich, die Zerflossenen. Aber was zur Hölle stimmt denn mit dir nicht? Diese Leute sind eine echte Pest. Krank. Und laut dem, was man so hört, sehr ansteckend. Lass mich dir einen Tipp geben. Wenn du einen siehst, renn in die andere Richtung, als wäre der Teufel selbst hinter dir her. Wenn sie dir nicht diese tödliche Krankheit andrehen oder dich mit ihren Visionen in den Wahnsinn treiben, werden dich die Reinigungsbrigaden um die Ecke bringen, wenn du einen von ihnen versteckst. Du hast es ja mit eigenen Augen gesehen. Sie haben auch keine Gnade mit ihren eigenen Lagerspitzeln. Also so wie er die ganze Zeit am Spucken ist beim Reden, hoffe ich mal, dass er nicht krank ist. Ein Lagerspitzel? Was genau ist das? Ein Spion. Ein dreckiger Schnüffler. Die Armee will das Lager von innen kontrollieren. Und deswegen bezahlt sie einige der Einwohner dafür, ihnen Informationen darüber zuzuschieben, was auf dieser Seite des Zauns passiert. Wer reinkommt, wer rausgeht, wer Ärger macht. Und natürlich, wer krank wird. Sie sind Dreckschweine. Aber gut bezahlte Dreckschweine. Und sie haben einige Privilegien, die hier drin sonst keiner hat. Traue niemals einem Spitzel. Die werden alles tun, um die Privilegien zu behalten, die ihnen die Armee in diesem Höllenloch zukommen lässt. Okay, ja, jeder muss danke sehen, für den Hinweis. Bleibt, ne? Keine Ursache. Aber halt dich von meinem Einkaufswagen fern, oder ich reiß dir die Eingeweide raus. Kapiert? Mein Gott, er ist ja wirklich furchteinflößend. Ich habe von einer riesigen Explosion gehört. Der großen Welle. Wovon zum Teufel reden die Leute da? Was soll das denn für eine Frage sein? Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? In einer Höhle Winterschlaf gehalten? Naja, das könnte man so sagen. Die große Welle ist der Grund, warum wir hier wie Tiere eingesperrt sind. Die ganze Welt ging den Bach runter. Was ist jetzt diese große Welle? Wir sagen immer nur, die große Welle ist schuld daran, aber was ist das denn? Gut, hier wird jetzt natürlich auch noch sehr viel geredet, aber das ist jetzt eben auch, damit wir wissen, was überhaupt passiert ist und worauf wir uns hier einstellen müssen. Eingesperrt? Meinst du damit, dass wir das Flüchtlingslager nicht verlassen dürfen? Flüchtlingslager? Ich fand den Begriff von Anfang an zum Lachen. Es scheint so, als würden die Dinge auf der anderen Seite des Zauns besser laufen. Aber hier? Sieh dich um. Sieht das wie ein Flüchtlingslager aus? Es ist ein Gefangenenlager der Armee. Und du bist ein Gefangener. Sobald du hier drin bist, verlierst du alles, sogar deinen Namen. Für die bist du nicht mehr als eine Ratte, nur eine weitere Lagerratte. Du wirst es niemals durch das Tor schaffen, besonders wenn du niemanden kennst oder keine Kontakte nach draußen hast. Es macht keinen Unterschied, wer du vor dem Zusammenbruch der alten Welt warst. Glaub mir, ich spreche da aus Erfahrung. Solange du nur eine Lagerratte bist, fürchte ich, dass du hier nur mit den Füßen zuerst rauskommst, wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich tue ich das. Danke für die aufmunternden Worte. Kriegst du kostenlos. Na Mensch. Aber komm meinem Kram zu nahe, bist du ein toter Mann. Wir haben es begriffen. Das konnte ich mit eigenen Augen sehen. Kannst du mir noch etwas anderes erzählen? Okay. Ich sag dir, was ich weiß. Die große Welle kam an einem Freitagnachmittag. Vollkommen ohne Vorwarnung. Ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich an diesem Tag genau in diesem Moment aus einem wichtigen Meeting kam. Ich hatte eine Menge Geld gemacht.
Dank eines sehr lukrativen Vertrags. Jawohl, mein Herr. Sehr, sehr lukrativ. Seht ihn an. Und jetzt sitzt er hier. Erst haben wir den Bodenbeben gespürt, als ob ein Vulkan gleich auf dem Bürgersteig ausbrechen würde. Ich musste aus meinem Auto raus und wegrennen. Dann kamen die Explosionen. Die Gebäude stürzten ein, alles Glas zersprang. Und Tausende von Leichen verrotteten wochenlang auf den Straßen. In nur wenigen Stunden hat uns die große Welle mit all unseren Geschäften, unserem Geld und unseren Cabrios direkt zurück ins Mittelalter geschickt. Mittelalter? Natürlich. Warum überrascht dich das? Innerhalb weniger Minuten hatten wir keinen Strom, kein Wasser, keine Kommunikation. Nach dem ersten Chaos tauchten die Zerflossenen auf. Und dieser schreckliche Riss öffnete sich am Himmel. Dieses dumme Loch da oben, das uns noch keiner in diesem Höllenloch erklärt hat. Fakt ist, dass unser altes System nur noch ein paar Wochen überlebt hat. Und durch die Risse kam das hereingekrochen, was du hier um dich siehst. Die neue Welt, nicht wahr? Ja, genau. Du scheinst ja schnell dazu zu lernen. Die neue Welt ist gekommen, um zu bleiben. Willkommen in der Zukunft, Junge. Nicht so, wie du sie dir vorgestellt hast, was? Nicht wirklich. Erzähl mir etwas über Rod Atkinson. Naja, ich kenne ihn nicht sehr gut. Aber es heißt, er ist ein anständiger Kerl. Zu anständig für die Zeiten, in denen wir leben. Wusstest du, dass er vor all dem hier jemand Wichtiges war? Ich glaube, er hat für die Regierung gearbeitet. Und er hat immer noch Kontakte nach draußen. Die sind aber nicht gut genug, um diesen dummen Gutmenschen und seine Familie hier rauszuholen. Dummer Gutmensch? Naja, du weißt ja, wie das ist. Rod ist einer dieser guten Samariter, die denken, sie könnten die Welt retten. Er hat einer Menge Leute hier im Lager geholfen. Aber ich glaube, er wird damit noch seine Probleme bekommen. Ich fürchte, er ist zu schwach für diese Welt. Ich weiß nicht, wie lange er noch überleben wird. Du hast gesagt, er hätte einen Sohn. Das ist doch ein guter Grund, überleben zu wollen, oder? Ah ja, Colin. Habe den Jungen jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr herumlaufen sehen. Weißt du, ob es ihm gut geht? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Sein Vater hat mir von ihm erzählt. Na, ich bin froh, dass er sich von mir fernhält. Der Junge hat nichts Besseres zu tun, als in meinem Einkaufswagen herumzuschnüffeln. Okay, ich gehe dann mal wieder. Viel Glück noch. Finde ich. Bleib nur ja von meinen Sachen weg. Ja. So, wir haben jetzt hier ein bisschen was erfahren. Immer noch Topfdeckel und Notizbuch. Im Inventar. Achso. Ein altes Rechnungsbuch. Oh. Mit noch ein paar leeren Seiten. Was da drin steht. Wurde offenbar als Tagebuch benutzt. Und dann hat jemand fast alle Seiten rausgerissen und das im Ofen versteckt. Okay. Viel ist da ja nicht mehr übrig. Er hat wieder mit meinen Großeltern geredet, meinen toten Großeltern. Seine Geistesabwesenheit wird jedes Mal länger und beängstigender. Seine Mutter leidet zu sehr. Wir haben uns darauf geeinigt, die Waffe mit 2 Kugeln in der Trommel in die Keksdose zu legen. Okay, also keine leckeren dänischen Kekse, sondern eine geladene Waffe. Gott vergib uns, aber wenn er fort ist, wird es keine Zukunft mehr für uns geben. Das Grollen aus dem Riss am Himmel verängstigt Colin immer noch. Welcher Riss im Himmel? Da will ich gleich auch nochmal gucken. Der Entsandte hat beschlossen, den Himmel aufzureißen und treibt seine Engel durch den Riss, um uns zu bestrafen. Das sagt Reverend Blake. Er ist ein heiliger Mann. Mein Stab, meine Mitarbeiter, meine Vorgesetzten. Erinnert sich niemand mehr da draußen an Rod Atkinson? Aber wir müssen stark bleiben. Für den Jungen. Wir können uns nicht von der großen Welle nehmen lassen, wer wir sind.
Okay. Das scheinen ja so aber auch nur Ausschnitte zu sein, denn den Rest hat man ja weggerissen. Nein. So wie mein Fuß derzeit aussieht, werde ich nicht weit kommen. Ich sollte in den Wohnwagen zurückgehen und mich um die Wunde kümmern. Sieht nicht so gut aus. Okay. Aber zurzeit scheint uns das Tagebuch denn ja nicht wirklich weiterhelfen zu können. So. Das Laken, das wir vor uns zerrissen haben, das haben wir komischerweise nicht hier drin. Das ist einfach weg. Hier liegt noch die zweite Hälfte, aber die andere Hälfte, die ist weg. Sonst hätten wir uns damit ja jetzt den Fuß verbinden können. Den Schrank kriegen wir wahrscheinlich immer noch nicht auf. Unmöglich. Er ist verschlossen. Ich fürchte, mein Gastgeber hat vergessen, ihn aufzuschließen, bevor er gegangen ist. Hat vielleicht der Obdachlose. Achso, aber da können wir ja gar nicht reingucken. Hier, kriegst einen Topfdeckel. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand für dieses alte, verbeulte Stück Metall interessiert. Doch, ich will tauschen. Achso, ich will tauschen. Hier, kriegst den Topfdeckel. Oh, mit brennender Tonne. Was soll da passieren? Mal sehen. Ich könnte schwören, dass der Deckel genau die richtige Größe für die Tonne hat. Ja, und wozu? Perfekt. Aber ich wollte den doch tauschen. Gegen Pflaster oder so. Sowas hat er doch bestimmt dabei. Verdammt! Was ist das? Dieses verdammte Drecksloch wird noch unser aller Ende sein! Kriegt er das nicht mit, dass ich da gerade einen Deckel draufgelegt habe? Ein improvisiertes Lagerfeuer. Jetzt, wo ich die Tonne oben abgedeckt habe, ist der Rauch, der aus dem Schussloch kommt, so konzentriert, dass es wie ein Kamin wirkt. Das heißt? Ich sollte mich beeilen, bevor der Alte aufhört zu husten. Mal sehen, was der hier Schönes hat. Okay. Ja. Manchmal helfen einfach. Nur verrottetes Essen, zerschlissene Kleidung und Müll. Warte mal. Ich fand die Idee, den Deckel gegen was zu tauschen. Sieht aus, als wäre da auch ein schmales Portemonnaie. Mit einer Reihe Kreditkarten. Dreckige Scheißloch. Was zur Hölle macht der Kerl mit so viel Plastikgeld? Mit Kreditkarten? Da kommt mir eine Idee. Manchmal habe ich hier auch kleine Geistesblitze. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ah, gut. Sehr der Riegel schön. Hat beim ersten Versuch nachgegeben, aber die Karte ist kaputt. Wäre schon Macht besser nix. Für mich, wenn der Typ da draußen das niemals rauskriegt. Ja, gut, kriegt er nicht. Der hat so viel Krams da in seinem Einkaufswagen, das kriegt er nicht mit. Kissenbezug, was haben wir hier? Oh, guter Whisky. Damit können wir unsere Wunde desinfizieren. Ah. Und Schuhe. Lieber nicht. Ich bin Rod für seine Gastfreundschaft dankbar, aber diese alten Schuhe sehen nicht gerade sauber aus. Es würde nur ein paar Stunden dauern, bis die Wunde wirklich schlimm wird. Und das Letzte, was ich gerade gebrauchen kann, ist eine ernsthafte Infektion. Ja, gut, da ist was dran. Mal gucken, können wir uns denn irgendwie den Kissenbezug Wozu? Ein bisschen... Dann hätte ich doch nur einen großen Kissenbezug voller Alkohol. Ja. Ein hochprozentiger Whisky. Okay, trinken und wie es aussieht, ein ziemlich teurer. Die Flasche war in Rods Schrank versteckt. Er zeigt nach außen Stärke. Aber scheinbar braucht er manchmal eine Auszeit und genehmigt sich einen. Warum nicht? Können wir vielleicht hieraus kleine Bandagen machen? Okay, dann sehen wir mal, wie gut diese vorstehende Bettfeder schneiden kann. Ja, können wir.